So machte Musa alayhi salatu wassalam Dua. Und hinter ihm war sein Bruder Harun alayhi salatu wassalam, der ebenfalls Prophet war. Und dieser hat Amin gesagt. Die ganze Zeit das Gebet bestätigt. Wa qala Musa, o unser Herr, du gabst diesen Luxus Pharaon im diesseitigen Leben und auch die Leute, die mit ihm sind. Unser Herr, zerstöre ihre Reichtümer und triff ihre Herzen, so dass sie nicht glauben, ehe sie die schmerzliche Strafe trifft. Dann kam die Antwort von Allah Azza wa Jalla rasch. Euer Gebet ist erhört. Seid ihr beide standhaft und folgt nicht dem Weg derer, die nicht Bescheid wissen. Abul Bara, wann hat Allah dieses Bittgebet umgesetzt? Höre erstmal. Ein Prophet macht Dua, Musa alayhi salatu wassalam. Der andere Prophet sagt die gesamte Zeit Amin. Und welche vorzüglichere Leute, die Allah so nahe stehen und mit denen Allah zufrieden ist und die Allah Azza wa Jalla liebt, für die er das Beste vorgesehen hat. 40 Jahre später hat Allah ihr Dua erhört.